Hallo und herzlich willkommen zu den Steuernachrichten. Der Bundesfinanzhof hat sich zur abweichenden Steuerfestsetzung bei außergewöhnlichen Belastungen geäußert. Aufwendungen im Sinne des § 33 Absatz 1 Einkommensteuergesetz sind grundsätzlich in dem Veranlagungszeitraum zu berücksichtigen, in dem sie geleistet wurden. Eine davon abweichende Steuerfestsetzung aus Billigkeitsgründen im Sinne des § 163 der Abgabenordnung kommt nicht bereits deswegen in Betracht, weil sich die Aufwendungen im Veranlagungszeitraum der Verausgabung nicht in vollem Umfang steuermindernd ausgewirkt haben. Der Bundesfinanzhof bestätigt ausdrücklich das Abflussprinzip des § 11 Absatz 2 Einkommensteuergesetz. Außergewöhnliche Belastungen können also in Teilbeträgen um den Jahreswechsel herum in zwei Veranlagungszeiträumen geltend gemacht werden. Kleiner Wermutstropfen dabei: Die zumutbare Belastung nach § 33 Absatz 3 Einkommensteuergesetz ist dann natürlich auch in jedem Veranlagungszeitraum und damit zweimal zu berücksichtigen. Ein aktuelles BfH-Urteil zur Erbschaftssteuer. Beschränkt Steuerpflichtigen steht für den Erwerb beim Tod des Ehegatten der Freibetrag nach § 16 Absatz 1 Nummer 1 Erbschaftssteuergesetz in Höhe von 500.000 Euro zu. Dieser Freibetrag ist in voller Höhe zu gewähren und nicht nur anteilig im Verhältnis des steuerpflichtigen Inlandsvermögens zum Wert des gesamten Erwerbs. Dieses BfH-Urteil betrifft Erwerbe, für die die Steuer vor dem 25.06.2017 entstanden ist. Sind Scheidungskosten als außergewöhnliche Belastungen nach der Änderung des § 33 Einkommensteuergesetz durch das Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz im Jahr 2013 abziehbar? Nein, sagt der BfH. Denn ein Steuerpflichtiger erbringt seine Scheidungskosten regelmäßig nicht zur Sicherung seiner Existenzgrundlage und seiner lebensnotwendigen Bedürfnisse. Damit fallen Scheidungskosten unter das im Jahr 2013 neu eingefügte Abzugsverbot für Prozesskosten und sind damit entgegen der Auffassung einiger Finanzgerichte endgültig nicht mehr als außergewöhnliche Belastungen abzugsfähig. Versorgungsleistungen im Zusammenhang mit der Übertragung eines mindestens 50%igen Anteils an einer GmbH sind nach § 10 Absatz 1a Einkommensteuergesetz als Sonderausgaben abziehbar. Voraussetzung ist, dass der Übergeber als Geschäftsführer tätig war und der Übernehmer nach der Übertragung diese Geschäftsführertätigkeit übernimmt. Voraussetzung für eine begünstigte Anteilsübertragung ist, dass der Übergeber nach der Übertragung der Anteile seine Geschäftsführertätigkeit insgesamt aufgibt. Der bisherige Geschäftsführer, also der Übergeber, darf nach der Übertragung der Anteile an der GmbH also gar nicht mehr als Geschäftsführer für diese tätig sein. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof und bestätigt damit die enge Gesetzesauslegung der Vorinstanz. Weitere Informationen zu allen Themen finden Sie auf unserer Website oder in den sozialen Medien bei YouTube oder bei Facebook. Das war's für heute. Tschüss und bis zum nächsten Mal.